Vielleicht am Anfang ein paar Anmerkungen, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Das eine, Edeltraud, du hast irgendwie angesprochen, sozusagen, wo befinden wir uns im Geschlechterarrangement? Sind wir jetzt sozusagen, hat sich da jetzt irgendwas verändert, verbessert oder sozusagen sind wir in dem Ernährermodell verhaften geblieben? Also ich sehe es eigentlich schon eine Spur positiver, würde ich meinen. Ich denke sozusagen, was sich schon verändert hat, ist sozusagen, dass das Ernährermodell, also leider durchaus auch wegen sozusagen, dass es die Ernährerlöhne nicht mehr gibt. Ja? Also sozusagen, das ist sicher ein wichtiger Faktor, aber sozusagen, dass es sozusagen einfach einen ganz massiven Anstieg der Erwerbsbeteiligung der Frauen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Und dieser Anstieg hat halt sozusagen ist nicht im gleichen Arbeitszeitausmaß passiert, sondern über Teilzeitarbeit. Und sozusagen, ich denke mir, es macht wahrscheinlich schon, oder ich würde meinen, es macht schon gesellschaftlich einen Unterschied aus, ob ich ein Einkommen habe, das zwar gering ist, oder ob ich gar kein Einkommen habe. Ja, also sozusagen in der Verteilung der Machtverhältnisse zwischen die Geschlechter ist das einfach nochmal ein Unterschied. Und man sieht jetzt sozusagen, dass dieses System mit dem, das, also schrittweise eben das Ernährermodell ist nicht mehr das wichtigste Modell, auch wenn sozusagen in der gesellschaftlichen Debatte ganz oft so kommuniziert wird oder sozusagen auch gerade wenn man, was sind sozusagen in Diskussionen, wenn man das in Frage stellt, also es gibt sehr viele Widerstände dagegen. Aber sozusagen ich denke mal, da hier gibt es Veränderungen und ich finde das auch wichtig zu sehen. Was natürlich unbestritten ist, ist sozusagen, dass zunehmend Frauen zwar erwerbstätig sind, aber in einem hohen Ausmaß von Einkommen leben, also Einkommen haben, von denen man tatsächlich nicht leben kann. Ich denke mal, das trifft die Frauen und das trifft die Migrantinnen mit großen I. Ja? Also sozusagen, das sind sozusagen die beiden Gruppen, die da besonders stark betroffen sind. Ja, und sozusagen eine Unausgewogenheit sozusagen zwischen der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und der Zusammenhang mit der Bewertung der Arbeit. Ich glaube schon, dass es da einen Connex gibt. Wir haben uns das einmal angeschaut, sozusagen die, wenn man sich anschaut, die Lohn, also Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern, also bei Vollzeitbeschäftigten, dann sieht man schon auch Unterschiede, dass dort, wo es eher höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen gibt, dass eher die Lohnschere ein bisschen geringer ist. Also ich denke mal, auch wenn man sagt, man trennt die Systeme, dass man sagt, das eine ist die Familienpolitik, das andere ist die Lohnpolitik, aber es gibt eine Wechselwirkung. Wenn man Frauen in ihrer Familienrolle stärker sieht, dann sozusagen, glaube ich, ist das nochmal ein Grund für ein Diskriminierungspotenzial. So oder so würde es anliegen. Krise, dann haben wir notiert, Krise des männlichen Erwerbsmusters als Chance. Das klingt natürlich, ich glaube sozusagen, also wenn, dann ist es eher sozusagen, dass sozusagen Männer, und ich glaube, das muss man aufbrechen und aufgreifen, sich auch nicht nur über Erwerbsarbeit definieren wollen und auch mehr in ihrer Lebensvorstellung wollen oder zunehmend mehr Männer das wollen. Und das glaube ich, dass man es auch von der Seite aufbrechen muss. Aber wenn man jetzt Krise oder zumindest in Verbindung mit der Wirtschaftskrise sieht, sozusagen, dann glaube ich, würde das nichts dazu beitragen, um Richtung Emanzipation zu wirken, sondern das sind halt dann Zwänge, sozusagen Einkommen zu erzielen. Dann, ja, bei der unterschiedlichen Wertung von Arbeit, also da werden wir sicher auch noch weiter diskutieren, aber ich denke mal, dass sozusagen die Bewertung von Arbeit und was sichtbar wird, ist, glaube ich, auch ein Prozess. Ja, also sozusagen, das ist sozusagen, was wichtig ist, und das hast du auch gesagt, sozusagen, dass man eben die Arbeit in ihre Anteile untergliedern muss und schauen, was wie bewertet wird und auch alles sichtbar machen. Aber, und ich glaube, das ist auch der einzige Hebel, wie es gehen kann, aber es ist etwas, was im Fluss ist, was überhaupt gesehen wird. Ja, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich glaube, da haben wir damals telefoniert, da hat es gegeben die Regelung mit der Schwerarbeiterregelung Pension. Und da hat es, ich weiß gar nicht, wie sie es am Schluss aufgelöst haben, aber sozusagen da hat es ein Punktesystem gegeben, wie
Arbeit, sozusagen die verschiedenen Berufe bewertet werden, wer kommt rein in die Schwerarbeiterregelung, wer nicht. Und dann war auf Platz 1 war der Forstarbeiter mit der höchsten Belastung an Arbeit, argumentiert sozusagen gefahren, also ja, und dann sozusagen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Und die Küchenhilfe, die hat ganz wenig Punkte gekriegt, weil, also da hat man nicht gesehen, dass die ins Kühlhaus rein muss und dann wieder neben dem Herd steht. Ja? Und da hat man gedacht, also das hat dann, da ist das dann irgendwie so plastisch geworden. Und ich denke sozusagen, das ist so ein ganz wichtiges Thema, wo ich finde, das in Österreich leider noch überhaupt nicht ausgeprägt ist, über die Bewertung von Arbeit zu diskutieren. Aber ich glaube, es braucht eine gesellschaftliche Debatte. Und was wir jetzt haben, ist immer, auch bei uns noch ein bisschen diese Logik, das ist Aufgabe der Kollektivvertragsparteien, die sollen das machen und keiner sagt sonst irgendwie was wirklich dazu. Aber ich glaube, es muss ein gesellschaftliches Thema werden, damit man hier was bewegen kann. Haben wir dann noch was? Das war so viel. Ja, vielleicht noch kurz zu den Einkommensberichten. Ich glaube schon, dass es sozusagen was gebracht hat, erstmals, nachdem wir bisher in der Vergangenheit haben immer das Recht auf der individuellen Ebene gehabt, dass jemand den Arbeitgeber klagen kann. Und ich meine, das tue ich in der Regel nur, wenn ich auf diesen Arbeitsplatz keinen Wert mehr lege oder mit dem Arbeitgeber, also mit meinem unmittelbaren Vorgesetzten, der wo ich einen Rückhalt habe, aber ansonsten ist das relativ schwierig und das sieht man auch in den Statistiken in der Gleichbehandlungskommission, also diese Fälle, es sind um die, also die kommen einfach auch nicht häufig vor, obwohl es eine Lohnschere von so einem hohen Ausmaß gibt. Aber sozusagen war schon, also sozusagen, und insofern ist es hilfreich, aber sozusagen, und ich war bei den Verhandlungen damals dabei, was sozusagen, wir sind immer in diese Falle gedrängt worden, dass man nur Kollektivvertragsstufe mit Kollektivvertragsstufe vergleicht und sozusagen innerhalb der Einstufung vergleicht, was verdienen die Männer und was verdienen die Frauen und nicht, wo sind die Frauen eingestuft und wo die Männer. Ja? Und man muss in dem nächsten Schritt dorthin kommen, dass man am Schluss sagt, die Gesamtschere im Unternehmen und was trägt das Unternehmen dazu bei, dass diese Gesamtschere verringert wird. Und dann braucht es natürlich auch die Kontrollinstrumente. Also, aber auf das muss man, glaube ich, hinwirken. So, jetzt lasse ich mal so viel fragen.